Ja, ob ich Erstakademikerin bin, ist ein sehr spannendes Wort. Ich glaube, in dem herkömmlichen Sinne müsste man es vielleicht noch mal ein bisschen ausweiten. Und ja, in den letzten Monaten, glaube ich, haben die letzten Personen auch gemerkt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und ich bin zum Beispiel auch gar nicht in Deutschland geboren. Und meine Eltern haben dementsprechend auch keine deutsche Bildung erlebt, kennen das deutsche Hochschulwesen nicht, haben auf einer sowjetischen Hochschule ihren Abschluss gemacht und habe dann zum Beispiel während des Studiums oder vor dem Studium auch immer gemerkt, dass ich denen viel mehr erklären muss. Also was ist zum Beispiel Magister, was ist ein Diplom, was ist ein Bachelor und Master, und wie funktioniert das ganze System, was sind Hausarbeiten, warum muss man keine mündlichen Prüfungen machen, sondern schreibt auf einmal ewig lange Texte. Und da habe ich festgestellt, dass diese Unterstützung tatsächlich in einem nahe familiären Rahmen vielleicht nicht so sehr gegeben ist, wie man sich das vielleicht irgendwie wünschen würde, damit man auch wirklich hundertprozentig durchkommt. Die Unterstützung war insgesamt da, aber dieses ganze Wissen, was man braucht, um wirklich ohne Probleme durchzukommen und ja, praktisch auch einen eigenen Weg zu finden, das kann man natürlich bei anderen Organisationen nachholen, wie zum Beispiel Arbeiterkind, Friedrich-Ebert-Stiftung und Co. Und das ist definitiv eine gute Hilfestellung und nutzt auf jeden Fall die Chance.